ist das denn? 11.000 Shards. Oder halt kaufen für Geld. So, ne? Finde ich aber an sich nicht schlimm. Das ist ja kein Pay-to-Win, das ist ja nur Optik. Und du unterstützt damit auch die Entwickler, wenn du dir Skins so kaufst und nicht mit den Shards, sag ich mal, holst. So ein richtiger Barbar. Was ist das hier für eine Waffe, Mann? Moment, ist das eine andere, ein anderes Outfit? Ne, es ist das hier, ja. Eine Spitzhacke müsste der irgendwie haben, so ein Skin, aber der würde wahrscheinlich die ganze Waffe anders sein. Was cool wäre, wenn Prestige generell du die Option hast, dass du das Prestige Blut auf jeder Kleidung, die du auswählst, dann quasi so drauf machen kannst. Dass du entscheiden kannst, du spielst jetzt das Outfit mit Blut, mit Prestige Blut oder ohne. Das würde ich viel besser finden. Dann hättest du ja auch hier viel mehr Optionen einfach zu spielen. Hier nochmal Blut drauf oder hier, so wisst ihr. Das wäre noch viel, viel geiler. Das ist auch so ein bisschen Leatherface-Outfit irgendwie. Wie das aussieht, ey. Richtiger Lederknecht. Und diese Waffe hier, yo. Das sieht richtig fett aus. Natürlich. Firebrand Stinger. Gerade rausgeholt aus der Hitze. Das sieht mega geil aus. Leute, Eskalation. Mega geil, dass die Killer auch Skins haben. Finde ich mega cool, Jamie. Finde ich mega, mega cool. Ich guck mal kurz nach, wer von den VIPs gerade alles da ist. Jetzt haben wir mal ein bisschen hier gequatscht. Wir gucken auch gleich die Skins weiter. Wir haben von den VIPs und von den Mods da. Die gute Vicky, den Tobias, die Länder, Jamie Lee. Die weiß Bescheid. Richtig herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid, ihr sechs. Dann haben wir. Ich guck weiter. Kurz ein bisschen hier gucken. Hoffe, bei See keinen. Krisu ist da. Hallo Krisu. Schön, dass du da bist. Haben wir kein Übersehen hier? Ich denke, hoffe nicht. Bin aber noch nicht ganz durch. Länder Flo, ich war vorhin im Supermarkt beim Gucken. Die Leute haben mich doof angestarrt. Ach, weil du im Supermarkt den Stream geguckt hast, Länder? Ja, sollen sie halt gucken. Hansi haut nochmal 5 Euro aus Überweisungskosten. Was geht ab bei dir, Hansi? Bitte einmal reinschreiben. Hashtag herzlichen Dank für deinen eskalierenden Support heute, Hansi. Er haut schon 15 Euro insgesamt raus. Und schreibt, danke, es hat geklappt. Man darf nicht bereits TBD gestartet haben. Nein, darfst du auch nicht. Du musst aus dem Spiel draußen sein. Aber kein Problem, Hansi. Sehr, sehr gerne. Danke dir ebenso für deinen Support. Wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Stream und auch im Testbild, Hansi. So. Dup, dup, dum. Haben wir jemanden übersehen? Hier von den VIPs und von den Mods. Glaube nicht. Natürlich, Flo. Schöne Grüße. Ja, danke, danke. Sinox, hi, Charlie, Romeo, willkommen im Stream. Alle, die da sind, willkommen im Stream. Und sorry für die Leute, die neu sind und denken, yo, er geht ja gar nicht oder voll wenig auf den Chat ein. Ich gehe pur auf den Chat ein, in dieser Situation, wo ich das kann. Jetzt ist neuer Content da. Alle Leute wollen wissen, was ich hier zu demonstrieren habe, was wir alles sehen. Und da möchten die Leute nicht, dass ich 500 Leute grüße, so einfach nur von dem Zeitaufwand her, möchten Leute, dass ich die Zeit lieber reinchecke, um jetzt direkt, bumm, hier weiterzumachen. Das hat diesen Grund halt. Sonst gehe ich immer auf den Chat ein. So viel wie es geht in jeder Situation. Okay, das sind die Waffen vom Trapper. Sehr interessant. Ich würde den damit auf jeden Fall spielen. Ich hole mir auch gleich mal hier das eine oder andere und dann schauen wir mal. Erstmal gucken wir uns um. Die Animation finde ich mega geil. Yo, wie geil sieht das denn aus? Viel geiler als dieser Knüppel von dem. Holy. Dann sehen die auch ein bisschen blutrünstiger aus, die Killer, mit richtigen Skins. Yo! So eine Kerze und der ganze Wachs läuft hier runter. So ein heiliger Priester irgendwie. Das sieht aber auch krass aus. Mit dem Knüppel hier. So ein bisschen Prestige vortäuschen. Wie heftig sieht der Geist denn bitte aus? Da bekommt man mehr Bock, diese Killer zu spielen, muss man einfach so sagen, ne? Optik macht schon was her vom Spaßfaktor auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Okay, da ändert sich nicht viel, nur die Farben überwiegend. Wenn ich jetzt das mache,
Okay, das ist auch eine andere Farbe. Da würde ich ganz. Das Schwarze ist auch nice, aber da nehme ich natürlich das hier. Das sieht krasser aus. Haben die gleichen Kosten, ja. Okay, das kannst du nur mit Geld holen, aktuell zumindest. Aber diese Machete ist auch fett. Soll, glaube ich, da eine Machete darstellen. Sichelknife. Mit Blut oder in Weiß oder in Schwarz. Da würde ich sagen, kann man mal gerne ein Däumchen springen lassen für die Entwickler hier im Stream. Das ist natürlich... Alles klar, da gehen wir gleich drauf. Da gehen wir gleich drauf. Das sieht so lustig aus. Wir gucken erstmal kurz hier. Ernsthaft? Spitzhacke? Okay. Was? Ich sag gerade noch, eine Spitzhacke als Skin wäre lustig, aber ich glaube, da müssten die vielleicht die ganze Waffe irgendwie ändern. Nee, ist möglich. Spitzhacke Hillbills. Mit so einer russischen Mütze. Hier so ein paar Eiterbeulen. Ja, das sieht nicht so lecker aus. Hillbills mit Bart, Junge! Was geht da ab, ey? Oh mein. Ich habe heute schon so oft LOL gesagt, dass mir das auch auf den Sack geht. Aber es ist einfach nur geil. Mega nice. Einfach Spitzhacke. Die Spitzhacke bräuchte der Trapper aber. Mit seinem Kopf, den er da hat. Er hat eine Spitzhacke, ey. Wie das aussieht. Oh mein Gott. Gefällt mir. Okay, gute Nursi. Yo! Wir gehen erstmal hier drauf. Muss ja kurz gucken. Komm, dreh dich nochmal um. Ja, ist er doch. Man sieht das ganze Gesicht von dir, nur nicht die Augen. Die sind halt immer noch mit den Bandagen so benetzt. Und dieser Mund, ey. Hier nochmal im Weiß. Sieht da irgendwie krasser aus, finde ich. Auch wegen dem Blut und so. Hier nochmal in Gelb. Ja, finde ich jetzt nicht so dolle. Wobei der, glaube ich, vorne Entitus-Symbol auf der Brust. Ach, ich bin ja so ein Depp. Ich warte, ich kann die ja drehen. Vergesse ich immer. Sorry, Leute. Das ist ungewohnt, dass man bei DBD die Charakter drehen kann. Ach, Biohazard. So toxic-mäßig. Das ist ja mega cool. Was haben wir hier noch? Jetzt gucken wir mal hier. Wie heißt das? Until Death Parts. So bright. Das sieht... Yo, hier sind sogar noch Haare. Sind das Haare? Nein, es reflektiert nur. Ich dachte, da kommen so Haare raus. Okay. Was hat die da für eine Waffe? Was ist das? So ein übelstes Hackeball. Ach, so kann man da hinter gucken. Da. Kurz das Gesicht sehen. Da ist so ein Mund aufgemalt. Wie so ein Hochzeitskleid irgendwie. Willst du mich küssen? Cool. Ja, das sieht brutaler aus, finde ich. Das sieht brutaler aus. Was haben wir noch? Der Hansi haut nochmal 5 Euro raus. Hansi, was ist los bei dir? Hashtag herzlichsten Dank an den guten Hansi nochmal bitte in den Chat. Nochmal 5 Euro, insgesamt schon 20 mit Überweisungskosten. Adi, Betrug. Habe jetzt den Clown, aber von den Iron Blue Punkten, die ich hatte, sind nur noch 614.000 übrig geblieben. Okay. Ja, hast du die Punkte ausgegeben im Vorfeld und dann auf den Server? Weil dann hast du nicht alle Millionen Punkte. Ansonsten, ja, muss ich auch gleich mal gucken, ob ich da große Level. Muss ich mal schauen. Braucht man auch eigentlich nicht. Aber ich gucke mal, ob ich gleich level. An diese Blase. Hier drinnen in der Wange habe ich so eine Blase und die brennt ein bisschen. Habe irgendwas was so Heißes gegessen gestern und ja. Wenn ich so ein bisschen gucke, irgendwie so komische Gesichtszüge mache, wisst ihr warum? Weil die Blase mir auf den Sack geht. Was haben wir noch? Was das für Outfits sind, ey. Na gut, das finde ich irgendwie nicht so geil. Weiß nicht. Sieht zwar mächtig aus, so riesig, aber
finde ich, das hier sieht irgendwie krasser aus. Finde ich irgendwie sowas. Das finde ich aber echt wirklich richtig, richtig nice. Wie schon gerade gesagt, dass du deinen Killer jetzt irgendwie, aber anhand nicht jetzt vom Prestige oder der minimalen Auswahl, die du da hast, dass du den Killer wirklich für dich speziell teilweise auch von der Masse so abheben kannst und für dich speziell den Killer einfach erstellen kannst, so. Vom Optisch her, ja? Dass jeder Killer ist was Eigenes. Das gefällt mir richtig gut. Klar werden viele damit rumlaufen, gewisse Sachen werden öfter vermehrt sein, klar, aber trotzdem die Option, dass du die hast, gefällt mir. Was findet ihr geiler, also insofern geiler, ne, vom Optischen her, was findet ihr, sieht cooler aus? Eher das Weiße oder das Schwarze? Bin mir da unschlüssig. Ich würde wahrscheinlich das Weiße nehmen. Wobei Weiß ist irgendwie so Nurse Standard, ne? Die Nurse ist ja immer so weiß. Ich glaube, da würde ich eher Schwarz nehmen. Ja, würde ich Schwarz nehmen. Und als Waffe nehme ich dann irgendwie hier was davon. Ja. Ich guck mal kurz, was ihr schreibt, was ihr so besser findet. Ja, ich geh weiter, ich guck weiter, Leute. Das Schwarze. Weiß, Schwarz. Schwarz. Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz. Schwarz. Also überwiegend Schwarz, aber knapp von dicht vom Weiß gefolgt, auf jeden Fall. Okay, wir machen weiter. Interessant. Die Hexe. Ich muss mal kurz gucken, wen haben wir denn alles hier noch? Wir haben noch die Hexe zur Auswahl. Huntress hat auch was, cool. Doktor, Clown und Huntress. Die hier haben noch nichts, okay. Gehen wir auf die Hexe. Ja, das ist der coole Skin, den man gesehen hat im Stream. Das ist ja von vorne hier, uns angucken. Jo, hat die nur so ein paar Bommel da. Ein Röckchen hat die da drunter. Die hat einen String an. Nicht böse gemeint, Leute, ne? Oh mein Gott, ey. Man muss ja jede Animation hier testen. Man muss ja gucken, ob man was sehen kann, so, ne? Nicht, dass ich das will, auf gar keinen Fall, aber man muss ja gucken, ne? Aber wie sieht denn der Arm hier aus? Richtige Riesenpranke. Sie hat einen String an. Okay, besser als gar nichts anzuhaben. Aber das sieht mega geil aus. Das haben die auch gezeigt im Stream. Diesen Skin. Und der sieht wirklich... Oh, da ist sogar der Arsch nackt, ey. Sexy Lady. Aber das sieht richtig geil aus. Auch mit den... Ich glaube, das soll so ein bisschen Entitus darstellen, ja. Also Lavaspuren. Das sieht richtig cool aus. Haben wir noch irgendwas Spezielles, was anderes? Köpfe jetzt nicht. Was ist das für ein fetter Arm? Genau, das sind die normalen Arme. Und hier, BOOM! Kommt erstmal so ein übelstes Monster. Erhöhte Reichweite. Kann man auch wieder so ein bisschen Prestige vertäuschen, ne? Schon lustig. Aber der Skin, der ist echt nice. Der ist wirklich nice. Okay, weiter geht's. Der Doktor. Jo, wie die Augen aussehen. Der hat einen Baseballschläger in der Hand. Ernsthaft? Das ist ja mega geil. Ich sag's ja sehr oft geil heute auch, ja? Was ich eigentlich auch nicht so oft sage im Stream, hintereinander vor allem. Das nervt mich auch selber so ein bisschen, wie gerade schon gesagt, aber... Es sind hier einfach wirklich, was ich damit einfach nur sagen will, es sind hier wirklich sehr viele Sachen drin in dem Update, was kommen wird, die ich sehr vom Positiven überrascht bin. Und das gefällt mir echt gut. Yo, hier sind Nägel drinne. Ja, übertreibt. Achtet mal, die Waffe, bumm. Baseballschläger mit Strom. Und Stacheln. Auch die Augen richtig grün am Leuchten. Sieht cool aus. Gefällt mir. Kann man auch zoomen? Nein, man kann nicht zoomen. Leider. Weil die Augen sehen auch fett aus. Mit dem einen Auge.
Was haben wir hier noch? Irgendwas anderes für Outfits? Nichts Großes. Hier nochmal den Kopf generell. Ach, guck mal, hier kannst du dann die Augenfarbe ändern. Oh mein Gott. Das gibt Facecamp nochmal hier für die Leute, die das machen, nochmal einen neuen Style. Auch mit den Augen, wenn du die Augen uns ändern kannst. Okay. Finde ich auf jeden Fall die Skins vom Doktor, finde ich auch gut. So, aber fand ich von allen bis jetzt, die ich gesehen habe, wenn man das so ein bisschen einreiht, haben mir die am wenigsten gefallen. Bis jetzt. Die sehen gut aus, aber einfach nur so, wenn man so ein bisschen skaliert, ne? Huntress. Was haben wir hier Schönes? Für die Leute, die die Story nicht kennen, die Huntress, die Mutter ist gestorben in der kalten Winterzeit und dementsprechend haben die auch so einen Pelz, haben halt Tiere gejagt und später haben sie dann halt auch Menschen gejagt. Oder die Huntress, ich glaube die Mutter gar nicht, nur die Huntress hat dann Gefallen gefunden an Menschenjagd. Tiere waren auch, meine ich, nicht da, Tiere waren in der Winterzeit da nicht zur Verfügung, die brauchte was zu essen, hat dann Menschen gejagt, irgendwie sowas. Und dementsprechend kommt auch der Pelz hierher. Vom Skin. Und ja, und so eine Katzenmaske ist das doch, oder? Ja, echt, so eine Katzenmaske. Die Axt gefällt mir jetzt nicht so. Super. Wie sieht's hier aus? Ach, du Heilige. Die Axt gefällt mir extrem. Hier unten auch so ein paar Bärchen dran, Blumen. Ein Herzchen. So eine Mini-Axt. Warte mal, die ist größer. Ne, ist die gleiche Axt. Okay. Was ist. Ja, es backt da so unten ein bisschen rum bei dem Kopf, wenn ich hin und her gehe. Was ist das? Ist das ein Bärenkopf? Grizzly-Bär-Skull. Ja, ist das ein Bärenkopf. Jo. Vorne noch so ein bisschen so Ketten dran. Ein bisschen was gebastelt. Sieht brutal aus. Sieht echt brutal aus. Mit dem Kopf. Da haben wir nur die beiden Köpfe. Auch mit der Katzenmaske. Little Pussycat. Was haben wir noch? Irgendwas anderes Cooles. Waffen. Die Axt. Okay, da ändert sich nur das Blatt. Finde ich das besser in Schwarz. Ja, und die gefallen mir so gar nicht. Das ist so meins. Aber was haltet ihr davon? Was haltet ihr von dem Skin? Ich guck mal. Der Skin ist einfach mega geil. Der Kopf, Huntress ist Boss. Ja, nach dem Public Testbild. Nach dem Public Testbild hier. Informationen werden kommen von den Leuten, die das Spiel zocken und so weiter hier. Und darauf werden die Entwickler noch ein bisschen gucken, ein bisschen Balance hier und da machen, wenn was zu stark ist. Und dann hauen die das dann öffentlich raus. Ach, hier ist sogar so ein Fuchs. Habe ich gar nicht gesehen. Cool. Cool, cool, cool. Okay. Weiter geht's. Wir haben noch einen, den Clown. So, wir gucken uns erstmal die Waffen an. Ja, machen wir mit dem Outfit mal gleich zuletzt. Andere Butterflies, jo, so ein Rasiermesser. Ja. Das hier würde ich. Das sieht cool aus. Was haben wir an den Köpfen? Ah, okay. Da haben wir nur das ganze Outfit. Hä? Oh, war falsch hier. So viel dazu, wir machen keinen Clown. Dieser Bauch einfach. Diese Frisur, ey. Recht herzlichen Dank für dein Subscribe. Und zwar von Gaming mit E. Setz dich zu uns an den Tisch, hol dir was zu essen, was zu trinken. Willkommen in der Community. Danke dir recht herzlich. Weiterhin viel Spaß beim Spielen. Was haben wir noch für Outfits? Da war sogar nicht das Outfit, was wir gesehen haben im Trailer.
Also in diesem Testbild. Und wir Köpfe haben wir nur den hier. Nee, ich glaube, das war sogar das hier. Aber das ist farbenfroh. Ich glaube, das ist das gleiche. Nur, dass hier die Farben nicht verblasst sind. Und wie der Ring da auch abgeht. Interessant. Auf jeden Fall auch der Skin ist cool. Aber das ist mir erstmal egal. Ich finde, bei dem brauchen wir erstmal keinen Skin. Der Bauch. Weil der Killer ist eh neu und das Outfit ist ja sozusagen neu und das ist erstmal Wurst. Allerdings, wenn man da die Option hat, warum nicht, ne? So, was haben wir hier? Hat auch eine lange Story. Aber lesen wir uns jetzt nicht durch. So. Gut. Die haben noch keine Skins. Ja. Ich muss mal kurz schauen, welche Killer haben keine Skins. Die Lizenzkiller, ne? Ja, die Lizenzkiller haben keine Skins. Werden wahrscheinlich auch keine bekommen. Vielleicht müssen die für die Lizenzkiller sogar extra noch eine Lizenz machen, um für die Skins zu machen, um die anders aussehen zu lassen. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Wegen Prestige. Ich meine, gut, Blut ist bei jedem der Filme in Kombination mit deren Film, ja. Kann ja sein, dass sie da die Killer halt so lassen wollen, wie die halt auch sind. Dass man da keine Skins für macht, sondern für die, die selber entwickeln. Würde ich mal vermuten. Würde Sinn ergeben, weil die Lobby hat auch keine Skins. Quentin auch nicht, der Detective Tap hat auch keine Skins, weil das halt die Lizenzkiller und sozusagen auch Lizenzüberlebende sind, Bill auch nicht. Deswegen vermute ich, für die kommen keine raus. Vielleicht kommen ja doch noch welche raus, mal gucken. Aber aktuell zumindest sieht es nicht danach aus.